Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir die Debatte mit großem Interesse angehört, weil ich auch etwas überrascht war, dass die SPD-Fraktion so sehr früh mit so einem umfassenden Antrag hier reingekommen ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, meine, die Bemerkung sei mir erlaubt, dass ihr die Arbeitsmarktpolitik jetzt komplett für euch reklamiert, finde ich schon etwas sportlich. Da gab es immerhin eine Koalition. Vielleicht gucken wir mal bei den künftigen Geschichten, wer für was verantwortlich ist. Und ich war sehr gespannt, wie FDP und CDU auf diesen Antrag reagiert haben. Und da kamen ja schon sehr deutliche Unterschiede auch zum Tragen. Herr Kollege Preuß hat, wie ich finde, an einigen Punkten sehr gut deutlich gemacht, dass es natürlich wichtig ist, die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen, und hat aber gleichzeitig die Schlusslichtdebatte vom letzten Mal wieder angefangen. Also die Zahlen, die jetzt auf dem Tisch liegen, die Sie vorgetragen haben, sind ja da, und wir werden natürlich die CDU-Fraktion, die CDU-Regierung an diesen Zahlen messen. Ich kann nur davon abraten, diese Diskussion auf diese Weise weiterzuführen, weil es sind dann irgendwann Ihre Zahlen, und es sind dann auch Ihre Zahlen, die Sie zum Teil nicht beeinflussen können. Da müssen Sie schon dann diese Debatten gefallen lassen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir Grünen sehr wohl der Auffassung sind, dass es einer aktiven Arbeitsmarktpolitik gerade in Nordrhein-Westfalen bedarf. Wir haben mehr als 300.000 Langzeitarbeitslose. Der DGB hat in der letzten Woche noch mal darauf hingewiesen, wo die Menschen zum Teil in den letzten 5 Jahren die allermeiste Zeit nicht arbeiten konnten, keinen sozialversicherungspflichtigen Job bekommen haben und die auch strukturelle Arbeitshemmnisse haben. Und das ist der Punkt, glaube ich, der uns am weitesten auch von der FDP unterscheidet und wo ich etwas überrascht bin, wie die CDU aufgetreten ist. Ich bin dafür und meine Fraktion ist sehr klar dafür, dass wir denjenigen Menschen, die diese Hemmnisse haben, helfen, damit diese auch Jobs im ersten Arbeitsmarkt bekommen können. Und sie werden dadurch nicht im sozialen Arbeitsmarkt gefangen gehalten. Das, finde ich, ist schon eine infame Unterstellung, die Herr Bombis eben von der FDP hier vorgetragen hat. Ein zweiter Punkt, den Sie auch vorgetragen haben, der macht mich aus meiner beruflichen Erfahrung dann schon auch ein bisschen ärgerlich, weil sie sehr hemdsärmlich damit umgegangen ist. Und da geht es um die Arbeitszeitregelung. Ich gestehe zu, dass die Arbeitszeitregelungen von damals nicht mehr die von heute sein können, dass wir Flexibilisierung nachdenken müssen. Aber Sie haben genau das Beispiel angeführt, was aus meiner Sicht viele Berufsbereiche überhaupt nicht beinhaltet. Ich habe viele Jahre in der Pflege gearbeitet. Und da ist es so, da kennen Sie sich ja, glaube ich, auch aus, dass gerade dadurch, dass zu niedrige Löhne vorherrschen, dass der Arbeitsdruck in diesem Bereich sehr hoch ist, die Arbeitnehmerinnen erstens von der Erwartungshaltung der Arbeitgeber oftmals gezwungen werden, länger zu arbeiten, öfter den Schichtdienst zu wechseln, und was noch prekärer ist, weil die Verdienste so niedrig sind, sich natürlich gerade jüngere Arbeitnehmer für Sonntagsdienste, Zusatzdienste eintragen lassen, das auf deren Knochen geht, und dann wir die Menschen, glaube ich, tatsächlich vor sich selbst schützen müssen. Das sind Probleme, die Sie nicht wegreden können, und da hoffe ich auch, dass Sie da eine Entwicklung machen und dass auch die CDU-Fraktion hier im Landtag dafür sorgt, dass wir diese Aufweichung von Arbeitsmarktgesetzen auf diese Weise nicht bekommen, denn das ist zum Schaden der Menschen in Nordrhein-Westfalen, und das wollen wir zu verhindern wissen. Letzter Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die meisten Punkte des Antrags der SPD-Fraktion können wir unterschreiben. Viele Punkte haben wir auch gemeinsam gemacht. Was die Hinzuverdienstgrenzen im SGB II anbetrifft, da muss man sicherlich gucken auf Bundesebene, was davon hilft. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ist dieser Antrag verfrüht. Wir sollten uns die Strecke, die CDU und FDP hier in der Regierung vorlegen, sehr genau angucken. Die beiden Punkte, die ich herausgegriffen habe, scheinen mir sehr vorrangig zu sein. Und ich kann Sie nur davor warnen, den sozialen Arbeitsmarkt mit öffentlicher Beschäftigung im Ganzen zu verwechseln. Sozialer Arbeitsmarkt ist auch nötig, um Menschen, die Beschäftigungshemmnisse haben, zu integrieren, inklusiv mit zu beschäftigen und sie in den Arbeitsmarkt mit reinzubekommen. Dafür brauchen wir öffentliche Solidarität. Das müssen wir unterstützen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich mit dafür sorgen, da werden wir auch bei der Bundestagswahl natürlich sehr genau hingucken, was für Konstellationen es gibt, dass im ersten Arbeitsmarkt Arbeitsplätze geschaffen werden und auf Dauer. Und da werden so kleinkarierte Debatten, wie sie heute geführt worden sind, nicht weiterführen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.